Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir jetzt, ich weiß nicht schon wie viel mal versuchen, Kid Curry, dieses Gewürz hinten aus seinem Tunnel zu vertreiben. Hier wird echt scharf geschossen. Hier bin ich. Okay, ein weiterer Part. Weiter 20 Minuten habe ich Zeit zu versuchen, diesen Henner da rauszukriegen. Komm mal schauen, ob ich mich. Ich stelle mich nicht geschickt an als letztes Mal. Ja, diesen Bildschirm werdet ihr wahrscheinlich in diesem Part öfters zu sehen bekommen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber ich vermute es dennoch. Gar nichts abgezogen. Was soll das denn? Okay, der macht hier den ganzen Kaktus kaputt. Oh. Okay, ich warte lieber noch eine Runde. Hier. Oh. Wumms. Ja, das haben wir ja die Typen da oben. Und wir gehen mal ganz kurz hier in Deckung. Laden das Gewehr mal eben nach. Und dann geht's wieder zum Angriff. Puff. 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 Okay. Hier. Aua. Okay, es hat wieder gut getroffen. Weg. Okay. Schade, dass man kein Dynamit-Katapult oder sowas hat. Bombs. Helft mir doch, verdammt. Da war irgendwo jemand. I still, however, had my work cut out for me. Wow! Irgendwie ein Wahnsinniger versucht mich abzuknallen. Okay. Noch ein Wahnsinniger! Ich bin gestorben. Shit! Da lief das doch so gut. Warum? Ah. Okay, zwei Verrückte kommen dann also. Da muss ich irgendwie... Warum? Das hat mir nicht viel abgezogen. Wumms, der war schon besser. Es waren wohl alle. Ja. Hier.
Und wieder hinter meinem Felsen. Und wieder weg. Wer euch wieder sagt, helft mir doch, dann muss ich aufpassen, dann kommen sie wieder. Bums. Okay, er ruft hier um Hilfe. Das heißt, wir hauen mal. Da kam ja noch einer. Ich will mir so einen Schrotflinten-Heini. Okay. Und jetzt ist wieder Curry Kid dran. Eben erholen. Und go. Bums. Okay. Okay, okay, und... müssen sterben. Das war's. Schließlich brachte ich den Dschungel zum Einschützen und traf so auf Kölnkid. Er drückte sich nicht länger und wollte sich persönlich um mich kümmern. Nicht schon wie ein Revolver-Duell, oder? Bitte nicht! Natürlich. Was denn auch sonst? Okay, immerhin haben wir das mit dem Tunnel jetzt endlich mal geschafft. Mal schauen, ob ich mich hierbei diesmal geschickter anstelle. Als sonst schon mal. Yep. So schnell er auch war. Ich war etwas schneller. Na bitte, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Und als er verwundet da lag, wollte ich von ihm wissen, wo sich der alte Wasco Bob versteckt. Er rief, darum geht es hier. Bob ist mit Butch und Son in Südamerika gegangen. Das findest du nie. Ah, den findest du nie. Was tut er ab? Ah, falsche Richtung ausgewichen. Okay, bitte nicht nochmal das Revolver-Duell. He shouted at me. Darum geht es hier. Bob ist mit Butch und Santa nach Südamerika gegangen. Den findest du nie. South America. You ain't never finding him. Wieder falsch ausgewichen. Ich muss andere Richtung. Ich muss die andere Richtung nehmen. Dann klappt das vielleicht. Okay. Ja, den findest du nie. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Schon wieder die falsche Richtung. Meine Güte. Jetzt aber. So, jetzt bitte. Ja, den findest du nie. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. Ja, den findest du nie. You ain't never finding him. Jetzt, wenn ich... Ah, es ist irgendwie... Du weichst ja immer in dieselbe Richtung aus. Das ist irgendwie etwas... Ich glaube, ich kann dem nicht ausweichen. Warum muss ich ja irgendwie? Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Jo. Okay, es ist egal, in welche Richtung ich ausweiche. Der trifft mich immer.
Das heißt, ich muss irgendwie schaffen, schneller zu sein als der, aber es geht doch nicht. Oder kann ich mich jetzt auch ducken oder sowas? He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch in Sundance to South America. You ain't never finding him. Na bitte. Oh! Ich dachte schon, ich hätte es geschafft, aber er hat trotzdem noch geschossen. Ach! Mit der Konzentration? Mal schauen, ob das geht. Ah, die habe ich hier auch gar nicht. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch in Sundance to South America. You ain't never finding him. Ich kann dieser Kugel einfach nicht ausweichen. Das geht nicht. Ist egal, welche Richtung ich nehme. Dann versuche ich das doch gleich mal mit der Konzentration. Ich hoffe, das funktioniert wenigstens. Ja, wir wissen es. Is that what this is about? Bob went with Butch in Sundance to South America. You ain't never finding him. Ich hab's geschafft. Those were his last words. Das waren seine letzten Worte. Wir haben's geschafft. Ich glaub's ja nicht. Erfolg. EP Gesamt, bla bla bla. Oh, 2 von 4. Ja, die Beine auf der Brücke wohl. Naja. Wow. So, Bob Brown got away. Bob White. Ich wusste, in Südamerika würde ich ihn nie finden. What about the other killer? Und dieser andere Killer, ja, das haben sie irgendwie ausgelassen. Ich fand Jim kurz nach meinem Duell mit Ringo. Er war damals bei James Young-Bande. Did I neglect to mention that? Hab ich das gar nicht erwähnt? Episode 8. Jesse James. Jesse James? Jesse James, der größte Bandit aller Zeiten? Jesse und seine Sippe waren bei Quantris Überfall auf Level Kansas dabei, der fast 200 Opfer forderte, Junge. Ja, aber das war das. Und von da an raubten er und seine Brüder Banken und Züge von Kansas bis Missouri aus. Darum war auch ein so hohes Kopfgeld auf sie ausgesetzt. 40.000 für beide, tot oder lebendig, das war eine ganz schöne Summe. Ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig gelesen. Der Tod reitet einen stählernen Hengst. Das ist ja auch mal eine nette Überschrift. Der Tod reitet einen stählernen Hengst. Ja, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Also die Überschrift finde ich nett. Ich hoffe, wir müssen hier nicht wieder von Zug auf Zug. Oder von Waggon zu Waggon hüpfen oder sowas. Naja, schauen wir mal. Und die Musik dudelt wunderschön. Okay. Checkpoint. Wir müssen. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this. Ich hab die Schnauze vom Zügen nach der letzten Aktion irgendwie satt. Huh. Hat gepasst. Ja, ganz toll gepanzert warst du, Junge. Wir haben wieder was freigeschaltet. Was nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen mal hier beim Gewehr, obwohl das benutzt. Wir benutzen irgendwie. Was ist das hier? Schnell nachladen. Mehr Schüsse. Doch, wir jetzt ja irgendwann.
wohl... Moment, nein. Nein. Zurück. Was haben wir hier? Höhere Munition. Was ist das hier? Nachladen durch Drücken verbessern. Das nehmen wir mal. Das heißt, dann kann ich nicht länger nachladen. Ja, genau. Wenn ich jetzt R drücke, zack, 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 lädt er schneller nach. Was haben wir denn hier für eine Waffe liegen? Moment. Och, warum eigentlich nicht? 105 Schüsse für die andere. 111, aber die müssen wir noch nachladen. Das heißt... Okay. Was sagt unser Gewehr? Hier irgendwo ist wieder so ein Nugget der Wahrheit. Das steht auch noch gewesen. Ich hab's gesehen. Öffnen. Aha, im Safe. Ist ja geil. Okay, hier ist niemand. Ups. Moment mal, wir haben James Boys were experts. Sind bei James Leute echte Meister. Och, oh. Mann, was soll das denn jetzt? Nach der Legende stoppt er Züge nur mit Willenskraft, Jesse James. They hopped a freight train, having heard. Sie springen auf einen Frachtzug. There was a big payroll in the express safe. Zack! Ich mach eigentlich auf. Direkt durch. Du legst mich nicht um, mein Freund. Ich würde mal sagen, hinter mir stand einer. Normal. James Younger Gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James Younger Gang for the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Falsche Richtung ausgewichen. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Ja, ja, erzählt ihr mal. Erzählt ihr mal, ich bin doch schon wieder tot. Irgendwo hier liegt wieder so ein Dings der Wahrheit. Kann ich das jetzt mal einfach mal aufschießen? Nein, wenn ich da reinschieße. Ich dachte am Zug entlang. James Younger Gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a badass? Hier ist es. Zack. Komische Dings der Wahrheit. Wie komme ich jetzt wieder raus? Okay. Zack. Schön vorsichtig. Damit mir sowas eben eigentlich nicht passiert. Oh! Den habe ich ein bisschen spät gesehen. Also nochmal. Im nächsten Part, Freunde. Im nächsten Part brechen wir dann die Tür hier wieder nochmal auf. Also, bleibt dran. Ciao.